Der Austria gelingt nach der Verpflichtung von Uroš Matić der nächste Treffer. James Dzeko, zuletzt Leistungsträger bei Vizemeister Sturm, unterschreibt bei der Austria einen 3-Jahres-Vertrag. Ja, also super. Also ich freue mich jetzt, dass alles fix ist und ja, ich freue mich richtig auf den ersten Tag vorbereiten und ja, ich glaube, viel ist hier möglich und ich war überzeugt von dem Plan vom auch Sportdirektor und vom Trainer und ja, wie ich habe gesagt, ich freue mich auf den ersten Tag vorbereiten. Ja, Jimmy war schon vor 2 Jahren ein Thema bei uns. Damals hat es nicht geklappt, ist nicht so weit gekommen. Wir haben gesagt, jetzt nach dieser Saison, die nicht gut verlaufen ist, wir wollen ihn verändern. Wir wollen Leidenschaft und Herz zu uns holen und mit Jimmy haben wir das Richtige gemacht. Ja, weil ich glaube, es ist viel Potenzial und viel möglich mit dem neuen Stadion, mit die Trainingsbedingungen, die hier sind und auch mit der Vision von die Trainer. Also ich glaube, als Spieler will ich viel erreichen und ich bin 26 jetzt und es ist ein großer Schritt für mich. Und ja, ich glaube, dass Austria Wien der perfekte Verein ist, wo ich kann viel erreichen und Erfolg haben. Ja, seine Qualitäten sind ganz klar, sein 1 gegen 1 in der Kampfkraft, im niemals aufgeben, wie man ihn kennt, wie man ihn jetzt in der Bundesliga kennengelernt hat, war nicht leicht, ihn zu holen zu uns, weil er ein Spieler ist, der sehr gefragt ist. Ja, also ich habe in Wien aufgewachsen, in Wien Fußball gespielt bei Schwächer und ja, wenn du wachst auf in Wien, du kannst die 2 Wiener Vereine und also ich habe immer gewusst, wie groß ein Verein Austria Wien war und ja, damals, wo wir haben nach Australien gewechselt, kurz vor hat Kontakt gegeben zwischen Wien, Austria Wien und meiner Mutter wegen etwas, aber wir haben leider entschieden, und nicht leider, aber wir haben nach Australien entschieden zu gehen und ja, das war das Thema, aber ja, ich freue mich jetzt richtig, dass ich wieder hier bin und ja, wie ich habe gesagt, ich freue mich schon auf die Saison.